tu den. Ich also, ich tue einfach mal. Ah, ich spawne, ich bin am Krankenhaus. Ah, nee. Servus. Hi. Servus. Ja, wie geht's? Ja, ganz gut. Also, bis auf das letzte Mal, das ist. Das ging ein bisschen in die Hose, ne? Ah, das war echt furchtbar. Katastrophe. Eieiei, warte mal. Ich muss jetzt irgendwie herausfinden, wie diese Gesten hier gehen. Ach du meine Güte, das sind noch die Jack Murphy Outfits von der allerersten Stunde. Oh Scheiße. Yo, ich seh's. Guck. What the fuck? Wen hab ich denn noch? Mr. Shaq Musk. Raffi, deine. Das war Shaq Musk ganz am Anfang. Holy shit! Also ganz ehrlich, da finde ich meine Maske besser, ja. Und das war X? Das war X. Komischerweise. Wurde gerade überfallen. Warum ist jetzt X Shaq Musk mittlerweile? Gute Frage. Das ist James Locke. Agent Dancy. Lorenzo, ja, das wir müssen eigentlich nicht zu dir. Du musst uns ja nur einladen, oder? Ich habe euch eingeladen. Achso, du hast uns nochmal. Das musst du aber unter deinen Rockstar Club machen. Also es fährt weg von euch gerade. Oh echt? Ups. Ja. Mein Spielzeug ist da. Ihr seid echt nah beieinander, ihr drei, aber ich bin halt in der Stadt. Ne? Also ja, mach nichts. Also ich bin direkt wieder in die Mission rein. Alice? Halt, stopp. Nein, stopp. Stopp, stimmt, das war falsch. Wir dürfen noch nicht in die Mission rein. Wir müssen jetzt Alice Waffen kaufen. Stimmt. Ah, okay. Alice! Raus aus der Mission. Okay, also ich bin... Ja, okay, Moment. Wo lang fahre ich? Alice, wo bist du? Okay, dann gehe ich schnell... Garage betreten. Dann gehe ich mal. Fahre ich? Hoffentlich habe ich mein Kuruma jetzt dabei. Zu dem Dorf da am See, da ist ein Ammunition. Am besten. Ein Dorf Alice? Am See. Ja. Ja, bist du? Du fährst jetzt quasi die Straße weiter. Geradeaus die Straße weiter. Da, du schwebst da oben. Hi! Okay. Hallo, ich bin in dem Auto hier an der Seite. Jo, Raphael, tu sie mal lotsen zu den Ammunition bei dem Dorf. Ja, warte, gib mir eine Sekunde. Was kann ich? Kann ich den tunen? Du darfst auch fahren oder so. Ich fliege. Warte mal, ich muss jetzt gerade den Ammunition selber finden. Hm? Welchen Dorf? Wo wolltest du hin? Den oben? Dorf am See. Ah, Ammunition. Da, ja, den da. Ja. Warte, ich komme zu dir. Wo bist denn du? Also, was? Oh, du hast einen Geländewagen. Ich komme runter freiwillig. Also, ich. Am Arsch jetzt. Ich glaube nicht, dass er mir gehört, aber. Oh, geil. Ach so, ich habe ihn einfach genommen. Nein, nicht einiger. Du hast das Flugzeug ja langweilig gegen. Bei Moss. Geh du mal shoppen, ich kaufe Autos. Genau, du kannst ihn reparieren lassen dann bei Moss. Transporte. Das ist quasi die Versicherung. Moss Mutual Insurance. Okay. Ja. Okay. Nee. Was ist das denn? Oh, da gibt's geile Knarren. Hey, Mary. Wo ist eine Katze? Mary? Ah, da ist die Katze, okay. Mechaniker. Ich brauch mein Auto. Was ist los? Oh mein Gott. Ich bin auf dem Weg zum Ammunition. Oh mein Gott. Ist das schön. Ich sollte mir vielleicht eine neue Sniper kaufen. So das ist auch ein schönes Bild, bestimmt. Deswegen. Ja, aber genau. Anna, ich wollte erstmal Autos reparieren lassen und dann mir später neue Häuser kaufen. Genau, so. Katastrophe. Und das bei Sonnenuntergang. Ja. Das gibt ein gutes Thumbnail. Mary, nee, Mortals Insurance, das war's. Ah, da ist. Mary, könntest du vom Bildschirm weggehen, bitte? Morse Mutual Insurance. Er hat ja schon ein U. Geil. Oh ja, du bist so. Reparieren. Süß. Ach, warte, jetzt habe ich den Kuruma zweimal. Das ist ja der. Ach, ich werde nicht mehr. Scheiße. Du bist gut. Ich habe zwei Kurumas. Nice. Kannst du beide auspacken? Ich muss beide auspacken. Ich muss gerade alle Autos reparieren lassen. Das ist problematisch, wenn du nicht alle machen kannst irgendwie. Mein Kuruma hat natürlich den GTA 4 Soundtrack. Ich habe gerade Katzenprobleme. Katze liegt jetzt direkt vor mir.
Meist durch Flugzeugführer wurde zum Hangar zurückgebracht. Mary, bitte, geh doch auf den Drucker oder sowas. She's along comes, Mary. So, ich hol mir jetzt mal eine gescheite Sniper. Guten Tag, mein Herr. Hallo. Wieso ist das Präzisionsgewehr gratis? Pass auf, dass du dich nicht auf die Tastatur legst, ja? Ich bin endlich auch da. Sniper, check. Check. Da. Microcheck! Da, wenn wir schon mal zusammensitzen, dürfen wir werden Spiele machen. Gibi? Ja, ich will rein! Gibi, bist du wahnsinnig? Huch! Pass doch auf! Jetzt war ich gerade mit beim Kaufen. Pass auf! Hier noch mal. Oh nein! Ja. Mary, nein, nicht auf die Tastatur! Oh Gott, er mag mich! Wer war das? Okay, es hat ihm scheinbar nicht gefallen, dass sie in seinen Wagen, in seinen Laden gefahren ja, du bist ja. Schlau, Gibi, weißt du was? Jetzt ist der Ammunition geschlossen. Was seid ihr denn? Oh, ich hab aus Versehen dein Geld genommen. Das ist kein Problem. No problem. Ich habe ja vorhin auch deins genommen aus Versehen. Ja, jetzt kann ich nichts mehr kaufen. Ich glaube, wir müssen zum nächsten Ammunition jetzt fahren. Okay. Einsteigen. Nehmen wir die Boote von der Tastatur. Runter? Ist doch bestimmt nicht gerade um die Ecke, nehme ich an. Nee, das geht einfach die Straße entlang. Ich bitte. Schau, hier bin ich. Hier. Ich weiß, dass du da bist. Hier, komm. Oi. Das ist so klar. Mary. Nein, drück nicht auf Escape. Okay, jetzt bleib ich stehen. Die Katze einfach mal. Nein, hier, bam. Alles gut. Ich bleib schon. Ich komm dir sogar entgegen. Verstehe, das ist alles so. Das ist ein Problem, wo man Waffen. Das ist ein guter gepanzerter Kuruma. Achtung, ich will hier lang. Fly, geil, my fly. Ich hätte die Tür zumachen sollen. Von deinem Zimmer oder von den Ammunition, da will ich da nicht reinfahren. Das bringt sich nichts. Du haust alle um, sobald du reinbretterst. Oh, wir müssen mal zocken gehen. Ich hab noch nie im Casino. Ja, müssen wir auch mal machen. Das können wir ja machen, nachdem wir uns einen Cash abgeholt haben von unseren ersten Heist. Stimmt. Also sollten wir danach so als Special Edition. Special Edition! Ja, sollten wir. Okay, jetzt sind meine Kronjuwelen beschädigt. Ich hab keinen. Und der keinen. Unterschied zu sonst ist. Ach, schön. Mary, nein. So geile Sachen kommen einfach nur in Grand Theft Auto zustande. Ja. Nein, nein, eine, Mary. Real-Life-Game da? Wie hieß denn das? Nein! Ja. Ich habe jetzt nur noch eine Hand zur Verfügung. Reicht. Reicht. Weil sonst... Wenn Raphael die gequetschten Kronjuwelen ausreichen, reicht die auch eine Hand. Okay. Okay. Ich kann einfach nicht schießen. Hi. Aua. Ah, warte, da unten seid ihr. Wir fahren gerade zum nächsten Ammunition. Weil der andere aus irgendwelchen Gründen zugemacht hat, ich weiß auch nicht. Nee, so ganz zufällig oder so. Ist für mich ein Rätsel. Ja, totales Rätsel, warum der zugemacht hat, ne? Warte. Wir sind da. Gibi, aus. Geh nur rein. Servus. Kann man hier irgendwie sagen, alle Waffen auffüllen? Ich weiß es nicht. Es geht nachher eben heiß, dass du alle Waffen auffüllen kannst. Ja, aber ich will jetzt schon eine Waffe. Ich schau mir jetzt mal gerade Legendaries Autos an. Schau mich jetzt aber auch mal um. 3,4 Millionen. 3,5 Millionen. Alter, es gibt so viele geile Karren. What the fuck? Ich hab zu viel verpasst. Ja, wir haben einiges verpasst. It's good to be back. Aber ganz ehrlich, ich bin gespannt auf den Gegner auf dieses neue Game da. Wie das wird. Ich find's generell ganz gut, dass man hier auch im Waffenladen Likör kaufen kann. Das ist einfach ein sehr sinnvolles Geschäftskonzept. Ja, sehr sinnvoll. Ja, wie viel Schutz kann man da kaufen? Also ich bin gerade am Shoppen.
aber online. Jetzt habe ich mir aus Versehen Nachtsichtgerät gekauft. Wie viel kostet das? Das kostet, der Witwenmacher kostet einfach eine 500.000. Danke. Ja. Okay. Ja. Kaufen, oder? Scheiß drauf, ich kaufe mir das. Das Ding ist geil, ne? Das ist... Oh Mist, es hätte eine Gratis-Schrotflinte gegeben. Ach. Oh, Bennys, hat Bennys was Neues? Bennys, warte, Pion, gib nicht so viel Geld aus. 1,4 Millionen. Hey, den Elgato gibt's immer noch gratis. Und heilloser Höllenbote, was ist denn das? Für was ist denn der erste Slot im Waffenrad? Also, es gibt Pistole, hey, und dann kommt das nächste rechts. Ist was denn? Kommst du mit raus? Ich zeig dir was. Oh ja, unbedingt, unbedingt. Ich will sehen. Raphael hat genug Kohle, der hat sich bestimmt irgendwas Geiles gekauft. Du weißt noch den Witwenmacher, ne? Ja. Ich hab du hast das Fahrzeug dazu. Nee. Siehst du das in meiner Hand? Ja. Die Push-Pistole. Die Push-Pistole? Achtung! Oh mein Gott! Das erinnert mich irgendwie an Saints Row. Ja, das ist auch Saints Row. Boing! Boing! Hi, Gibi! Ich geh mal kurz weg. Nein! Der hat's auf mich abgesehen. Aber okay, also ihr seid alle ausgerastet, ja. Ausgestattet. Ich bin so wohl als auch. So wohl als auch. Gibi! Ja, wasch durch. Ich bin ganz. Okay, ich geh schon mal rein, ich verzieh mich hier. Jo, hast du uns. Gibi! Nee, ich bin ja jetzt erst. Bitte töte mich nicht. Oh. Ich wollte eigentlich nur Gibi. Stay alive. Danke. Okay, Gefängnisausbruch, Station. Wir müssen uns vermutlich wir müssen uns zweiteilen, weil zwei müssen in die Station. Mhm. Aber warte mal, erstmal Munition für alle kaufen, schwere Panzerung und einstellen. Vom letzten Raubüberfall. Genau, die drei, die hätte ich gerne in meiner Runde. Bist du sicher? Bist du wirklich? Also, die Welt zeigt, dass die drei nicht gut zusammenarbeiten können. Vor allem einer davon hat immer zu viel Spaß. Genau, besonders wenn sie sich mit Alien-ähnlichen Waffen vor Waffengeschäften bewaffnen. Bist du sicher, musst erschießen. Ich muss mein Fahndungslevel gerade verkaufen. Aber ich gebe mir ganz viel Mühe. Also, wir haben einen Fun-Level. Fahndungslevel? Oh mein Gott. Ja. Ich weiß, die Witze sind so ausgelutscht. So, ihr seid alle ausgestattet. Ihr seid warte, stopp. Okay. Ich habe gerade zu viel verbraucht. Es ist dann, wenn man kein Geld mehr hat und die Leute, die alles wegnehmen. Der Pfändungslevel. Der Pfändungslevel ist ganz hoch. Also hat Pfändungslevel, Ich habe einen hohen Pfändungslevel, Alter. Mein Pfändungslevel jetzt zieht die ganze Zeit Kohle ab. Da unten geht's Geld. Noch eine 500.000, jetzt sind es nur noch 300.000. Ich hab noch 21. Weiß okay, nicht, ihr seid ist fertig. Ich drücke Start. Drück Start. Ich hab's gedrückt. Hau drauf, Junge! Okay, die Hälfte des Teams muss sich einen Streifenwagen besorgen. Mhm. Muss sich als Cops verkleiden. Da ist jetzt die Frage, wer will was tun? Mir egal. Ich hab überall Fun. Okay. Dann muss die andere Hälfte machen. Also ich als Jack Murphy macht da nicht Sinn, wenn ich ins Polizeirevier gehe. Okay. Was ist das andere Frachtschiff? Ich würde Alice fast das Polizeirevier empfehlen. Ja, aber warte, da musst du gleich nicht ballern, oder? Dann geh, ja, ich glaube, da muss nicht ballern. Dann gehe ich aufs Frachtschiff. Und Gibi und Alice machen das Polizeirevier. Ja, dann sind Björn und ich wieder mal. Also Alice, du musst einfach rüber. Ah, Team beitreten. Genau. Wie lichtig, ich will ein bisschen was Helleres anziehen. Na, ich werde dunkel. Also, ich bin dunkel. Changes.